Der Film beginnt mit einer Szene, in der jemand eine Leiche an einem bestimmten Ort verwaltet. Danach wurde die Leiche verstümmelt und sofort begraben. Kurze Zeit später wechselt die Szene zu einem Mann namens Jack. Jack wartet am Straßenrand auf ein Auto, das ihn abholen sollte. Es ist schon etwas seltsam, wenn man sieht, dass es ein Straßenschild gibt, auf dem steht, dass man auf dieser Straße niemanden mitnehmen soll. Man weiß nicht genau, was das bedeutet, aber es ist klar, dass jedes Auto, das auf dieser Straße vorbeifährt, Jack nicht mitnimmt. Sowohl von Neuankömmlingen als auch von Anwohnern der Gegend. Jack, der allein war, konnte nur kapitulieren und seine Gefühle unterdrücken. Mit der Zeit ging Jack weiter, bis er schließlich einen Mann und einen Kampf sah. Von da an ließ der Mann die beiden sofort mitten auf der Straße stehen. Bei der weiteren Befragung stellte sich heraus, dass diese Frau Veronika heißt und französische Muttersprachlerin ist. Allerdings spricht sie ebenfalls fließend Englisch. Jack hingegen kommt aus dem Vereinigten Königreich und versteht leider überhaupt kein Französisch. Zu ihrer Information: Jack war damals in Frankreich, aber leider wurde er, als er nach Hause gehen wollte, mitten auf der Straße von einem Schläger ausgeraubt. Bei diesem Vorfall wurde ihm sein gesamtes Geld, ein Handy und sogar das Auto, das er fuhr, von den Schlägern geraubt. Aber zum Glück hat er seinen Pass doch bei sich. Veronika hingegen lebt allein und plant, in ein anderes Leben auszuwandern, weil sie sonst niemanden in der Gegend hat. Sie erzählt Jack, dass ihre beiden Eltern an einer chronischen Krankheit gestorben waren. Als die Nacht hereinbrach, beschlossen sie, einige Zeit im Wald zu verbringen. Während sie ihren Körper wärmte, erzählte Veronika Jack, dass sie in letzter Zeit geübt hatte, Autogramme zu geben. Um es kurz zu machen, als Jack am Morgen aufwachte, bemerkte er, dass Veronika nicht mehr neben ihm lag. Wie sich herausstellte, badete die Frau gerade in einem See. Als Jack das sah, stürzte er sich sofort ebenfalls in den See. Nachdem sie gemeinsam im See gebadet hatten, setzten sie ihre Reise fort, indem sie die Straßen der Gegend entlang gingen. Unerwartet, gerade als sie die Situation aufgegeben haben, stoßen sie auf ein Auto, das ihnen anbietet, sie mitzunehmen. Veronika sieht jedoch überhaupt nicht glücklich aus und sie hat Angst vor dem Mann, der ihnen helfen will. Übrigens heißt dieser Mann Grizzard. Er stammt aus der Gegend und spricht nicht sehr gut Englisch. Deshalb beschließt er, Jack und Veronika zuerst in sein Haus einzuladen, damit sie seine Frau kennenlernen, die früher in England lebte. Jack kann die Einladung nicht ausschlagen und sie gehen sofort zum Haus des Mannes. Als Jack und Veronika dort ankommen, werden sie sofort von Mary, der Frau von Grizzard, begrüßt. Von dort aus wurde Jack von Mary in sein Schlafzimmer geschickt, während Veronika von Grizzard in ihr Schlafzimmer geschickt wurde. Nachdem Mary Jack in seinem Zimmer allein gelassen hatte, legte sich dieser, der bereits müde war, sofort auf das Bett und schlief sofort ein. Als Jack erwachte, war es bereits nachts und er war neugierig auf eine Schachtel, auf der Grizzard stand. Als die Schachtel geöffnet wurde, befanden sich darin mehrere Fotos aus der Jugendzeit von Grizzard und Mary. Und das ist doch nicht alles, es gibt auch ein Foto von einem Jungen und einem Mädchen. Nach dem, was er gesehen hatte, war Jack sehr sicher, dass Grizzard und Mary nicht allein in diesem Haus waren. Trotzdem haben weder Jack noch Veronika ein Mädchen oder einen Jungen in dem Haus gesehen. Nach dem Abendessen ging Jack zielstrebig auf Veronika zu, die auf der Terrasse des Hauses rauchte. Nun, um ihm näher zu kommen, erzählte Veronika ihm auch, dass sie früher einen Bruder hatte. Aber leider wurde ihr Bruder von einem Traktor überfahren, als die beiden auf einem Feld Verstecken spielten. Dann kehrte Jack ins Haus zurück, um Grizzard an diesem Abend zum Fernsehen zu begleiten. Dann sagt Jack, dass er das Haus von Grizzard so schnell wie möglich verlassen müsse, weil er zurück nach England müsse, um seine Familie zu treffen. Außerdem wolle Veronika auch in andere Länder auswandern, um dort ihr Leben fortzusetzen. Kurze Zeit später fragte Jack nach Grizzards Kindern. Doch Grizzard antwortete seltsamerweise, dass er gar keine Kinder habe. Dann beginnt Jack sich zu fragen, wer das Kind auf dem Foto ist, das er zuvor in seinem Zimmer gesehen hatte. Natürlich war Jack von Grizzards Aussage überrascht, aber er wollte sich nicht weiter damit beschäftigen und schlief sofort ein. Als Jack am nächsten Tag erwachte, nahm er eine Dusche, bevor er Grizzards Haus verließ. Die Situation im Haus war an diesem Morgen jedoch seltsam ruhig. Abgesehen davon war auch Veronika nicht da. Gerade als Jack zu überlegen begann, erschien plötzlich Grizzard mit einem Hammer in der Hand. Grizzard sagte dann, dass Veronika an diesem Morgen bereits gegangen war und sie sich nicht wohl dabei fühlte, Jack zu wecken, der noch schlief. Nach diesen Worten wurde Jack immer misstrauischer gegenüber Grizzard, auch wenn dieser zugab, dass er gerade die Schranktür repariert hatte. Schließlich begann Jack, Grizzards Worten zu glauben, nachdem er einen Brief gesehen hatte, den Veronika geschrieben hatte, bevor sie das Haus verließ. Jack war nach der Lektüre des Briefes verärgert. Unerwartet begann Jack aus dem Brief zu erkennen, dass etwas nicht stimmte. Um genau zu sein, stimmten Veronikas Autogramme nicht mit dem überein, was er gesehen hatte, als sie am Straßenrand gestrandet war.
Unglücklicherweise wurde Jack, gerade als er die Seltsamkeit bemerken wollte, plötzlich von jemandem geschlagen, bis er in diesem Moment ohnmächtig wurde. Als er wieder aufwachte, hatte man ihn bereits in ein Pickup gebracht, den wir auch zu Beginn des Films gesehen hatten. Von hier aus stellte sich heraus, dass Jack absichtlich gefesselt und von einem Mann mittleren Alters namens Delacroix entführt wurde. Nun, Jack wurde sofort klar, dass er sich bereits im Versteck eines Psychopathen befand. Außerdem gab Delacroix ihm auch keine weiteren Informationen und fütterte ihn sogar mit einem Teller Essen. Und es stellte sich heraus, dass alle Drohungen, die Delacroix Jack gegenüber aussprach, nichts weiter als Bluffs waren. Er tat dies nur, um Jack davon abzuhalten, gegen ihn zu kämpfen. Danach wurde das Seil, das Jack in der Hand hielt, losgebunden und Delacroix machte ein Foto von ihm mit einer Kamera. Jack war sich nicht sicher, wozu das Foto gut sein sollte. Delacroix trug ihn dann zurück in den Pickup, während er ihm ein Klebeband in den Mund steckte. Und das war noch nicht alles, denn Delacroix wollte ihn auch mit einer Spritze betäuben, die er vorbereitet hatte. Glücklicherweise fiel Delacroix Blick gerade in diesem Moment, als Jack die Spritze bekommen sollte, auf den Herd, der noch brannte und Rauch ausstieß. Von dort aus versuchte Jack sofort, so schnell wie möglich zu fliehen und entfernte sich so weit wie möglich von dem Ziel des Mannes. Nachdem er sich weit entfernt hatte, gelangte Jack schließlich zurück zu Grizzards Haus. Dann sah er Mary und Grizzard wieder, die sich anschickten, das Haus zu verlassen. Nachdem die beiden gegangen waren, ging Jack direkt ins Haus, um Veronica zu suchen. Und tatsächlich, Veronica war in einem der Zimmer eingesperrt. Kurzerhand ließ Jack sie sofort frei. Doch unerwartet waren Grizzard und Mary zu diesem Zeitpunkt ins Haus zurückgekehrt. Glücklicherweise gelang es den beiden, aus dem Haus zu fliehen. Ihre Flucht wurde jedoch von Mary und Grizzard bemerkt, die daraufhin in Panik gerieten. Letztendlich konnten sie nicht entkommen, da sie nur rannten, während Mary und Grizzard sie verfolgten, nachdem sie das Auto benutzt hatten. Daher hatten Jack und Veronica keine andere Wahl und mussten sich Mary und Grizzard stellen. Veronica, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht aufgab, brachte Jack sofort dazu, zu einer Hütte zu fliehen. Sie beschlossen, sich dort zu verstecken. Doch überraschenderweise entpuppte sich die Hütte als die Hütte von Delacroix, der ebenfalls in der Hütte angekommen war. Delacroix wiederum war verwirrt, als Veronica sich vor ihm zeigte. In diesem Moment bedrohte Jack Delacroix mit einer Schrotflinte, bis er ausrutschte und in einem scharfen Eisen stecken blieb. Es ist nicht bekannt, was Veronica dort vorhatte, aber es ist klar, dass sie Jack mit einer Plane versteckt hat. Außerdem war Veronica mit dem Tod von Delacroix noch nicht zufrieden, sie stach ihm ein Messer in die Brust. Daraufhin betraten Grizzard und Mary die Hütte. Grizzard sprach dann sofort auf Französisch mit Veronica. Veronica bezeichnete ihn auf Französisch als Papa. Er konnte sich sogar noch vorstellen, wie Veronica als Kind ausgesehen hatte. Mit anderen Worten, Veronica hatte Jack die ganze Zeit über belogen, ebenso wie Grizzard, der Jack gesagt hatte, er habe kein Kind, obwohl Veronica seine Tochter war. Zu diesem Zeitpunkt wurde enthüllt, dass Veronica eine Serienmörderin war, die jedoch ohne ersichtlichen Grund töten konnte. Außerdem hatte Veronica auch ihren jüngeren Bruder brutal ermordet und verstümmelt, nachdem sie gerade mit einem Versteckspiel fertig waren. Deshalb wird uns zu Beginn des Films eine Leiche und eine Person gezeigt, die dies getan hat, und diese Person entpuppt sich als Veronica. Aber da Jack mit der Situation überfordert war, wollte er nicht mehr auf die Erklärung von Mary und Grizzard hören, die in Wirklichkeit Veronicas Eltern waren. Unglücklicherweise wurde Mary, die es Jack nur mit englischen Worten sagen wollte, sofort von Veronica geschlagen, bis sie ohnmächtig wurde. Dann blieb nur noch Grizzard übrig. Grizzard konnte in diesem Moment nichts anderes tun und er hatte auch keine andere Wahl und konnte nur noch aufgeben, nachdem er von Veronica und Jack verlassen wurde. Bevor der Film endete, brachte Veronica Jack mit einem glücklichen Lächeln auf dem Gesicht aus dem Land, während Jack dasselbe empfand. Zu diesem Zeitpunkt ahnte Jack noch nicht, dass auch er von dieser Frau getötet werden würde. Im Grunde haben wir schon zu Beginn des Films einen Hinweis auf die Straßenschilder erhalten, die es verbieten, jemanden mitzunehmen. Wir können davon ausgehen, dass die Verkehrsschilder erklären, was Veronica, die ein psychopathisches Mädchen ist, zuvor getan hat. Sie hatte auch schon mehrmals versucht, vor ihren Eltern wegzulaufen. Bis Grizzard gezwungen war, das Schild aufzustellen, damit seine Tochter nicht aus der Gegend mitgenommen werden konnte. Doch damit nicht genug, Grizzard und Mary taten es, weil sie nicht wollten, dass ihr Kind eingesperrt wird. Andererseits wollten sie auch nicht, dass es noch mehr Tote gibt, die sich jeden Monat häufen. Deshalb ist Grizzard bereit, Delacroix, der als Metzger arbeitet, dafür zu bezahlen, dass er Jack unter Drogen setzt und ihn zu einem Hafen bringt. Ehrlich gesagt frage ich mich, warum Grizzard, Mary oder Delacroix Jack nicht gleich gesagt haben, dass Veronica eine Mörderin ist. Nun, wenn ich an die frühere Szene zurückdenke, glaube ich, dass sie bereits wussten, dass Jack mehr Vertrauen in Veronica haben würde, die von Anfang an das Opfer gespielt und Jack ihre Geschichten erzählt hat. Aber damit endet der Film.
Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.